Lass mal kurz den Baum hier pflanzen. So, wie gesagt, ich musste dann direkt nach der Abreise der Gruppe, die ich übernommen habe, musste ich direkt schon die Bungalows von meiner Gruppe halt vorbereiten. Bedeutet, Bungalows wurden sauber gemacht von den Putzkräften. Und meine Aufgabe bestand darin, die Bettwäsche so gesehen vorzubereiten, hinzulegen auf den Betten. Es waren so gesehen zwei Bungalows mit jeweils 8 Betten, beziehungsweise 4 Doppelbetten halt. Und ich musste halt Bettlaken, Deckenlaken nennt man das so, auf jeden Fall generell für ein Kopfkissen den Überzug, für die Decke den Überzug und für die Matratze den Überzug halt auf die Betten legen und generell nochmal mir die Bungalows anschauen, ob die soweit in Ordnung sind. So, ging relativ warten oder warte, war besser gesagt sehr, sehr sch war schwierig aus dem vollen Grund, wenn man so 16 Bettlaken und 16 Deckenüberzüge so mit sich schleppt. Oder schon 8, weil ich habe das aufgeteilt in 2 Mal mit sich schleppt. Das ist schon relativ schwierig. Und da muss man auch erstmal die Bungalows suchen. Es sind so viele Bungalows da gewesen. Das war keine leichte Aufgabe, die erstmal zu finden. Die Bungalows, für die man zuständig ist. Das Problem ist, dass ich auch 2 Bungalows hatte, die relativ weit auseinander waren. Dementsprechend war es für mich auch später einfach schwieriger, die Gruppe zusammenzubringen. Oder da öfters mal aufzupassen. Ja. Währenddessen ich die Zimmer noch bestückt habe, kamen sogar schon die ersten Kinder an, die ich halt in der Woche betreut habe. Um die musste ich mich halt dann auch kümmern. Ich musste bei den Eltern so nachfragen, ob ich auf irgendwas achten muss. Weil bei manchen musste ich halt darauf achten, dass die Medikamente nehmen, immer früh, abends. Es gab auch noch ein paar andere Fälle, die ich natürlich hier jetzt nicht. Oder halt paar Besonderheiten, medizinische Probleme, die ich natürlich jetzt hier nicht offenlegen werde, weil das ist ein Geheimnis, welches mir anvertraut wurde, was ich natürlich jetzt hier nicht offenkundig erzählen werde. Ich sag nur so, es gab hier und da ein paar Medikamente, die ich verabreichen mussten. Es gab aber auch noch andere Fälle, so gesehen. Na toll, jetzt reicht das Holz mal wieder nicht aus. So. Es vergingen so 1, 2 Stunden, bis dann so gesehen fast die Gruppe komplett war. Die war natürlich noch nicht ganz komplett, weil es kamen auch 2 mit dem Bus an. Der Bus kam aber erst spät abends, bedeutet, die wurden dann nochmal ein bisschen gesondert behandelt, weil ich musste an dem Tag dann Belehrung durchführen, Rundgang machen und so weiter und so fort. Und es war ja relativ schwierig. Also ich hatte 16 Jungs in meiner Gruppe und die wirklich alle mal ruhig zu bekommen, ist nicht gerade einfach. Hier und da konnte ich mich dann durchsetzen. Nur natürlich sind die dann auch alle aufgeregt. Hohe Erwartungen. Nicht so hoch wie dieser Baum. Das ist schon der zweite Baum, der eher niedrig ist. Gut, das war jetzt, ne? Ja, gut. Bisschen flach. Ja. Sonst an sich. Ich werde jetzt nicht auf jeden Tag einzeln eingehen. Es wurden viele Programme durchgeführt. Reicht hin von Disco über Minigolf hatten wir. Wir hatten Trampolin, es gab ein Sportfest, es gab ein Kinderfest. Also ordentlich gefüllt dieses Programm. Jeden Tag gab es was Neues. Es gab Ausflüge an so einen Badesee. Also es war auf jeden Fall prall gefüllt. Auch viele eigene Dinge, also damit meine ich halt Spiele, die ich, worüber ich mich informiert habe, habe ich mit denen durchgeführt, die relativ gut ankamen. Natürlich kann man es auch nicht jedem recht machen. Aber im Großen und Ganzen hat mir die Woche extrem gut gefallen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und das ist ja auch so gesehen die Hauptsache, dass das wirklich auch Spaß gemacht hat. So, dann Samstag früh war dann auch die Abreise von meiner Gruppe. Und das war zum Beispiel auch extrem stressig. Da kommen wir zu diesem Fall, dass halt auch die Bungalows so weit auseinander waren. Weil ich musste aufpassen, dass sie wirklich aufräumen. Ich musste da aushelfen. Und ich bin wirklich von einem Bungalow zum anderen wieder herumgesprungen. Mal dahin, mal dahin. Und ja. Aber das war ich an dem Tag schon gewohnt. Also generell, also von der Woche her. Es gab auch ein paar, Sie sehen, paar actionreiche Momente. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch an ein Unwetter. An einem Abend, das war so der zweite Abend generell, glaube ich. Ein sehr, sehr heftiges Unwetter war dort. Und es war, dieses Unwetter war gerade zu einer Zeit, wo ich nicht drinnen bleiben konnte und abwarten konnte, sondern ich musste auch wirklich herumgehen, denn meine Gruppe, das war abends, musste ins Bett. Und ja, sagen wir es mal so, die Gruppe war nicht immer gleich ruhig, bedeutet, dann musste ich da doch schon aufpassen, dass auch die Nachtruhe eingehalten wird. Dementsprechend bin ich dann halt von Bungalow zu Bungalow wieder im strömenden Regen. Dementsprechend hatte ich dann ein großes Problem mit dem Regen. Denn ja, es hat so dolle gegossen, dass wirklich alles überschwemmt war und ich bin mit meinen Schuhen musste ich dann da durch. Und das große Problem dabei ist wirklich, dass ich keine Wechselschuhe mit dabei hatte. Das war halt das, was ich vorhin erzählt habe, dass ich das vergessen habe, Wechselschuhe mitzunehmen. Bedeutet, meine Schuhe waren durchgeweicht bis aufs Ganze. Ihr müsst euch vorstellen, ihr geht mit normalen draußen Schuhen durch einen Fluss. So in der Art war das. Das war nicht gerade witzig. Und ich hatte keine Wechselschuhe dabei. Das Einzige, was ich an Schuhen noch mit hatte, waren Hausschuhe. Solche Gummihandschuhe, Hausschuhe, die man eigentlich auch von überall so kennt. Moment mal, was stimmt da jetzt nicht? Warte, wir machen mal Folgendes hier nochmal weiter. Ich brauche wieder Holz. Shit. Ja, dementsprechend musste ich dann 2 ganze Tage lang mit diesen scheiß Hausschuhen herumlaufen. Ihr glaubt nicht, wie das an den Füßen weh tat. Gerade nach diesen 2 Tagen. Irgendwann war es dann wirklich so, den zweiten Tag, so gesehen, dann da mit diesen Hausschuhen, bin ich abends, wollte ich mit meiner Gruppe abends wandern gehen. Und ich konnte beim besten Willen nicht mit den Hausschuhen wandern gehen. Das ging nicht. Ja, dementsprechend habe ich dann meine noch nassen Schuhe angezogen. War mir dann auch scheißegal. Die waren nicht mehr ganz so klitschenass. Also sie waren noch nass. Aber ich habe sie zuvor schon versucht zu trocknen mit Blockpapier. Es gab keine Zeitung oder so, was ich da reinmachen konnte. Ich hatte nichts anderes, wo ich die trocknen hätten können. Ich habe die schon unter der Heizung gehabt. Trotzdem, ja, es hat nicht so gut gewirkt. Ja, dementsprechend musste ich dann da meine Schuhe dann anziehen. Es ging trotzdem gut. Meine Füße haben sich gefreut, endlich wieder die richtigen Schuhe anzuziehen. Warum werden die Bäume so klein? Mann! Ja, es gab leider auch noch einen Krankenhausfall in meiner Gruppe. Leider, leider, leider. Und zwar, das war vor der Disco, wollte ich meine Gruppe gerade zusammentrommeln, dass man halt gemeinsam in die Disco geht. Es war sowieso in Disco-Pflicht. Mindestens 15 Minuten lang habe ich zu meiner Gruppe gesagt, ihr bleibt mindestens 15 Minuten lang drinne. War von der Teamleitung so gesagt, dass bitte achtet darauf, dass eure Gruppe auch wirklich in der Disco sind. Dann habe ich so zu meiner Gruppe gesagt, ja, ihr bleibt mal bitte wenigstens 15 Minuten drinne. Ich selber kann das auch verstehen, wer keine Lust hatte, weil ich selber ja auch kein Disco bin, der gerne in die Disco geht.
Von daher, ja, ich wollte mir gerade meine Truppe zusammentrommeln. Ich gehe vorm Speisesaal hin, vorm Eingang und sehe am Treffpunkt dort ein paar Jungs von mir sitzen. Und einer hatte so sein Bein so in die Luft gehoben und hatte seine Hand so auf dem Knie. Bin ich erstmal hingelaufen. Er sah nicht gerade glücklich zu sehen aus. Weil ich mir so gedacht, oh, da ist irgendwas passiert. Bin hingelaufen. Ja, es gab einen Fußballunfall. Ich habe mir das Knie angeschaut. Es war rot. Er konnte das Knie kein bisschen bewegen, beziehungsweise auch halt das Bein nicht so einknicken. Er konnte es nur gestreckt lassen. Danke, Handy. Und ja. Dementsprechend habe ich dann erstmal die Teamleitung geholt, weil die Teamleitung, die ist schon viele, viele Jahre dort im Ferienlager, hat schon sehr, sehr viel miterlebt, hat dementsprechend auch sehr, sehr viel Erfahrung. Und ich, das erste Mal dort, habe halt dementsprechend noch nicht Erfahrung, noch nicht so viel Erfahrung. Und da habe ich erstmal die Teamleitung geholt, dass die das Knie erstmal da anschauen. Ja, relativ schnell stellte sich heraus, dass der Junge zum Krankenhaus muss. Notfallaufnahme. War erstmal so ein Schock, so gesehen. Es war ein Schock. Ach, da habe ich einen Eingang. Egal. Es war ein großer Schock, weil ich habe damit nicht gerechnet, dass irgendwer in der Woche zum Krankenhaus muss. Und ja, da erstmal so gesehen abgewartet. Den ganzen Abend gewartet, dass er wieder zurückkommt. Die Laune war dementsprechend natürlich auch weg. Bei mir und bei meinen Jungs. Zumindest bei den meisten. Und was ich wirklich toll fand, dass die anderen, die halt da geblieben sind, die Freunde von ihm, auch Freunde, so gesehen, die sich vorher gar nicht kannten vor dem Ferienlager, dass sie andauernd nachgefragt haben, ja, gibt's schon was Neues von ihm? Wo ich leider immer sagen musste, nein, ich weiß bisher noch nichts, weil ich bin selber nicht mit ihm zum Krankenhaus gefahren, sondern eine Kollegin. Ich habe zwar angeboten, dass ich da hinfahre, allerdings sagt die Teamleitung, nein, das übernimmt schon wer anders. Vielleicht kannte sich die Kollegin schon da, ist schon öfters zum Krankenhaus gefahren und wusste so mit dem Weg, wie auch immer. Aber es musste ja auch schnell gehen, von daher habe ich da auch nicht diskutiert, habe ich gesagt, okay, ist kein Problem. Ich habe mich so ein bisschen noch um den Jungen gekümmert, bis er dann wirklich losgefahren ist. Hab mich darum gekümmert, dass er auch sein Bein absetzen konnte im Auto, weil es gab keine Unterlage oder so, wo er sein Bein absetzen konnte. Und ja, ganz ehrlich, haltet mal euer Bein so eine Stunde einfach nach oben gestreckt, ohne es abzusetzen. Also es ist nicht gerade einfach, so gesehen. Ja. Allerdings hatte das Suizid noch ein gutes Ende. Am Abend gegen 23 Uhr kam der Junge wieder zurück vom Krankenhaus. War eine mega große Überraschung. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass er wieder da ist. Hallo. Creeper! Wie, genauso wie eine Überraschung, dass gerade war, dass hier Creeper sind. Ah, zwei. Muss doch fast sterben, so. Es war so jetzt hier mein Krankenhausfall in der Woche. Schlussendlich war es ein verstauchtes Knie. Es ist halt ein anderer Junge von meiner Gruppe beim Fußball dort ins Knie gesprungen. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht war oder nicht. Manche von meiner Gruppe sagten, es war mit Absicht, andere sagten, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Und selber der dem anderen ins Knie gesprungen ist, sagte auch, das war auf keinen Fall mit Absicht. Es gab trotzdem dann ein Gespräch mit demjenigen. Weil trotzdem, ja, beim Fußball können halt trotzdem viele Unfälle passieren. Das ist ganz normal, so gesehen. Es war ja so gesehen nur ein verstauchtes Knie. In Anführungsstrichen nur, was natürlich auch schmerzhaft ist. Nach ein paar Tagen konnte er auch wieder gut laufen. Allerdings immer noch gehumpelt.
Was allerdings jetzt aus ihm wurde, weiß ich nicht. Bedeutet, ich bin da jetzt auch so ein bisschen informationslos, ob mit dem Knie dann wieder alles in Ordnung ist. Ja. Gut. Ja, sonst gab es Pünktlichkeitsprobleme auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und sonst, ja, gab es denn noch? Ich musste tanzen. Alle Betreuer sind aufgerufen worden zu tanzen. Das war, ja, ich und tanzen, ja, weniger gut. Und sonst, es hat mir auf jeden Fall ordentlich gefallen. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder da. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung als für Lehrer, weil da man schon, wenn man dort schon lernt, wie ist es so, dass man eine Gruppe hat, man weiß, ja, kann man sich vielleicht selber auch so vorstellen, dass das auf jeden Fall viel Erfahrung mit sich bringt. Und ich werde dann auch gleich die Aufnahmesession beenden, weil ich krieg so langsam Hunger und würde gerne mal was essen. Ja. Vielleicht erzähle ich später noch mal ein bisschen weiter, wenn mir noch einfällt, was man noch so machen könnte, was ich noch so sagen könnte. Das sind Monster in deiner Nähe. Leute, dann beende ich halt jetzt hier die Aufnahme. Bis nächstes Mal. Viel Spaß euch noch. Vielleicht schalte wieder ein und bye bye.